Helmerhof am Stadtrand von Stadtbach. Niklas Helmer schon in Lauerstelle. Gleich kommt der Mähdrescher. Gleich ist Erntebeginn. Manchmal liegt der Teufel auch im Detail und keiner kann es vorhersagen. Man muss ja noch immer andere Sachen mit einkalkulieren. Es kann ja mal was am Drescher kaputt gehen oder mein Schlepper fällt aus und so weiter, ne? Man will das Getreide ja auch immer trocken haben. Und das hängt ja auch mit den Kosten zusammen. So ein kleiner Betrieb wie wir hier können uns keine Trocknung leisten. Und trocknen lassen beim Landhandel, das ist zu teuer. Deswegen, mit Warten kann man Geld verdienen. Oder verlieren. Heute ist der richtige Erntezeitpunkt, glauben die Helmers. Der Lohndrescher rollt an. Einen eigenen können sie sich nicht leisten, denn so eine Mähmaschine kostet so viel wie ein Einfamilienhaus. So, jetzt fahren wir mit dem Wagen zum Feld und dann fangen wir an zu dreschen. Und nun macht sich ihr Helmer vom Acker. Zuerst ist die Wintergerste dran. 6 Morgen haben die Helmers davon. Das entspricht umgerechnet um die 1,5 Hektar. Auf dem Weg zum Landhandel ruft der Helmer beim Landhandel an und verhandelt einen Festpreis für dieses Jahr für seine Gerste. In wenigen Minuten ist der Riesenrasierer einsatzbereit, denn wenn das Wetter hält, wollten sie heute ihren gesamten Bestand dreschen. Die Gerste der Helmer steht ein paar Meter vom Hof entfernt. Heute ist der erste sonnige Tag seit Wochen. In der letzten Zeit hat es nur geregnet. Noch weiß der Helmer nicht, wie sich die lange Regenzeit auf sein Getreide ausgewirkt hat. Wenn der Lohnunternehmer Schmidt seinen Drescher auf Hochtouren laufen lässt, schafft er 2 Hektar in der Stunde. Damit werden sie sehr schnell mit ihrer Gerste. Hauptsache, die Maschinen halten durch. Ja, also Herr Schmidt hier, unser Lohnunternehmer, der hat jetzt gerade gesagt, also sieht gut aus, so wie es jetzt gerade ist. Das können wir so dreschen. Wir haben so wahrscheinlich mit 14%. Dafür, dass es so früh ist, ist das gut. Wenn es wirklich so am Landhandel mit 14% auch ankommt, dann haben wir keine Trocknungskosten, die uns aufgebunden werden. Und das, dann holen wir richtig gut Ertrag von uns hier runter. Gerne würden wir heute unsere 6 Morgen Gerste dreschen. Gerne aber auch mehr einkalkuliert haben wir unsere 6 Morgen. Aber wir würden auch gerne unsere ganz kompletten 10 Morgen heute dreschen. Und zurzeit scheint das aus, oder scheint das so, dass Maschine und Mensch durchhalten und wir das auch schaffen. Gegen Mittag bringt der Helmer die erste Fuhre zum Landhandel. 5 Tonnen hat er hinten auf seinen Tebbewagen geladen. Sein IAC 955 hat bald schon 20 Jahre auf dem Buckel und fährt immer noch Jahr für Jahr die Ernte ein. Mit 30 Stundenkilometer und 90 PS fährt ihr die 20 Kilometer Strecke ins untergelegene an Unterhansbach, das nächstgelegene Dorf, wo ein Landhandel ist. Ja, erste Fuhre Gerste ist jetzt weg. Wir brauchen keine Trocknungskosten bezahlen. Die Gerste hat jetzt hier 13,9 Grad. Gehabt beim Messen, das bedeutet Trocknungskosten fallen weg und so muss jetzt auch die Gerste bleiben, denn ansonsten ist sie zu leicht und dann verdienen wir zu wenig Geld. Gegen späten Nachmittag kommt der Helmer wieder zurück vom Landhandel und sieht, dass Herr Schmidt große Arbeit geleistet hat. Die 6 Morgen sind komplett abgedroschen.
Nun hängt er beide Wangen hintereinander und sie wollen zum nächsten Feld fahren. Ja, Herr Helmer, Sie sehen ja sehr glücklich aus. Ja, oh, wir verkaufen jetzt hier unsere Gäste zu Rekordpreisen und Trocknungskosten haben es auch nicht aufgebunden. Das ist doch mal eine vernünftige Ernte. So kann man weitermachen. Ja, wir setzen jetzt um auf einen anderen Acker. Ist jetzt schon später Nachmittag, aber die anderen 4 Morgengerste, die hauen wir jetzt auch noch durch und dann sind wir komplett in unserer Gerste-Ernte durch, weil wir dieses Jahr haben wir nur Gerste. Und ja, nächstes Jahr kommen dann auch wieder Rüben dazu. Da muss dann auch Herr Schmidt kommen, der kommt dann immer mit gezogenen Rübenroder. Aber ja, jetzt sind wir erstmal hier mit der Gerste durch. Das, was wir eigentlich heute schaffen wollten, unsere 6 Morgen haben wir geschafft. Wir setzen jetzt noch um auf den anderen Schlag. Mal gucken, ob wir vielleicht noch zum Andreschen kommen. Wenn es nicht zu feucht wird, dann dreschen wir das jetzt noch alles runter. Hinten auf dem Didam ist schon ein bisschen was drauf. Aber da die 4 Morgen, die müssen wir jetzt eigentlich hier auf beide Wagen drauf kriegen, weil Landtunnel macht jetzt auch schon gleich dicht und dann bringen wir das morgen weg und dann sind wir dann durch mit unserer Ernte und dann können wir eigentlich stolz sein, dass wir alles trocken und zu Rekordpreisen verkauft haben. Herr Schmidts Dominator 106er hat schon 7100 Betriebsstunden runter. Es ist eine 180 PS Maschine mit 6 Schüttlern. Der Drescher ist Baujahr 1987 und leistet immer noch gute Dienste in der Landwirtschaft und auf den Lohnbetrieben. Mit 20 Stundenkilometer macht sich also Herr Schmidt auf den Weg zum nächsten Schlag von Herrn Helmer. Herr Schmidt kommt immer sauber nachmittags nach Hause, meist wenn er früh Feierabend hat, denn sein Drescher ist voll klimatisiert. So, wir machen jetzt noch einen kleinen Ansport und dann haben wir es gleich geschafft. Die 2 Morgen, die hocken wir da jetzt auch noch runter und dann haben wir das gleich und dann ist Feierabend für heute. Und somit geht auch diese Ernte auf den Helmerhof zu Ende. Danke, dass ihr die Reportage euch bis zum Schluss angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das zu schauen. Lasst doch gerne einen Daumen und einen Kommentar da. Bis dahin, euer Dönerbox. Tschüss.